Wie heißen Sie und woher kommen Sie? Ich heiße Oliver Georgi, ich komme aus Dessau. Was nicht, das ist eine Stadt zwischen Berlin, Leipzig, Halle, in diesem Dreieck. Ja. Und was machen Sie hier in Moskau? Ich bin Softwareentwickler, arbeite freiberuflich und habe in Moskau meine Liebe getroffen. Mhm. Und wie lange wohnen Sie schon hier? Nein, ich wohne nicht wirklich hier. Also momentan bin ich seit etwa 5 Monaten in Moskau, immer abwechselnd zwischen Deutschland und Moskau pendelnd. Welche Vorstellungen hatten Sie von Russland damals vor Ihrer Ankunft? Russland ein sehr naturreiches Land mit einer an sich großen, kräftigen, starken Kultur. Mit den Leuten, die ich kenne, sehr belesen, sehr kulturinteressiert. Das ist die Vorstellung, die ich von Russland hatte. Und wie haben Sie sich seitdem geändert, diese Vorstellungen? Eigentlich gar nicht. Was ich Moskau erlebe, beziehungsweise an sich Russland erlebe, ist als ein relativ modernes Land, zumindest den Einblick, den ich bekommen konnte. Gut organisiert, natürlich auch im Zuge der FIFA-WM. Und dass es eben ein sehr interessantes Land ist, aufgrund der Leute, die man treffen kann. Und haben Sie Russisch gelernt? Ich habe mal Russisch gelernt in der Schule, das ist aber 30 Jahre her und demzufolge ist das nahezu verschütt gegangen, weil man es nie benutzt hat, nicht angewendet hat. Das heißt, ich kann es lesen, ich komme so weit durch den Alltag, aber entsprechend momentan wirklich ein Problem. Und was fällt Sie am schwierigsten in russischer Sprache? Die Vokabeln überhaupt erstmal wieder zu lernen und dann nochmal anzuwenden. Mit wirklich schwierig in der russischen Sprache kann man, wie gesagt, nicht so exakt sagen, da ich es einfach nicht nutze. Ja, also so wie ich das Essen hier kennengelernt habe, ist es dem Deutschen nicht so unähnlich. Also es ist eine relativ, wenn man zumindest die Originale oder die urtümliche oder ursprüngliche Küche betrachtet, eine recht einfache Küche. Viel Kohl, viel Brot, viel Kartoffeln, sehr, sehr viele Käseprodukte, was ich persönlich sehr, sehr mag. Also viele Frischkäsesachen. Das ist das, was mir in der russischen Küche so weit gefällt und was ich kennengelernt habe. Hat das Leben in Russland Sie irgendwie verändert? Sie sind wirklich Deutscher, ja. Ich bin Deutscher, ja, und ich weiß nicht, ob mich das Leben in Russland an sich großartig verändern wird, weil es an sich, zumindest wenn man in Moskau ist, ist eine sehr internationale Stadt. Ich spreche hauptsächlich Englisch, habe viel mit sozusagen Leuten zu tun, die auch viel reisen. Von daher wird man, glaube ich, nicht zum Russen im eigentlichen Sinn. Verfolgen Sie die Nachrichten aus deutschen Medien oder auch aus russischen Medien? Das ist so geteilt. Also hauptsächlich lese ich nach wie vor deutsche Nachrichten und an sich internationale Nachrichten. Da ich des Russischen nicht wirklich mächtig bin, bekomme ich sozusagen auch den Tenor russischer News nicht wirklich mit. Okay, und wie bewerten Sie derzeitige Beziehungen zwischen Russland und Deutschland? Sollte man etwas ändern? Ja, die Beziehungen sind, das wissen wir alle, momentan sehr, sehr angespannt. Das ist kein sagen wir mal, sehr freundschaftliches Verhältnis momentan. Also jede Seite wartet entsprechend ab. Was mir wichtig ist, wäre Visafreiheit, dass sozusagen wirklich jeder reisen kann, wie er möchte. Dadurch würde sich, denke ich, viel mehr Öffnung zeigen, beziehungsweise wäre auch viel angenehmer für die Leute. Die Politik mag ich im Augenblick nicht bewerten. Das ist halt immer ein Minenfeld, ne, von beiden Seiten. Wichtig ist einfach der Austausch. Russen und Deutsche sind sich, glaube ich, nicht so unähnlich und sind sich an sich sehr nah. Und wie unterscheidet sich Europa und Russland im Großen und Ganzen? Europa hat eine andere Kultur der Freiheit. Ne? Also es gibt Regeln, es gibt Gesetze etc., an die wird sich zumindest, wenn ich an Deutschland denke, in aller Regel auch gehalten. In Russland ist es halt etwas komplizierter. Das heißt, es gibt für alles immer den russischen Weg, so wie ich das kennengelernt habe, was es nicht unbedingt immer sehr leicht macht, weil die Verlässlichkeit manchmal fehlt. Okay, also danke sehr für Ihre Stimme und unsere Fragen zu antworten und viel Spaß beim Abend. Danke. Dankeschön. Viel Spaß auch im Deutsch. Dankeschön.